gell? Ach, wo kommt denn das jetzt her? Herzlich willkommen zur 19. Folge von Susi 3 zusammen mit Tobi. Moin! Ja, wir sind heute unterwegs auf dem Netz der S-Bahn Hannover. Auf der Linie S7. Von Hannover nach Celle und wieder zurück nach Hannover. Auf dem Abschnitt Lehrte-Zelle. Und ich würde sagen, ich spule direkt mal vor, damit wir direkt auch schon im Zug sitzen und loslegen können. So, da sitzen wir hier in der S-Bahn. Buchfahrplan kann weg, der Analoge. Wir haben hier unseren digitalen Buchfahrplan. Hier einmal alles in Dark Mode schalten. Und dann, ja, können wir schon direkt loslegen. Wir fahren hier mit einer Baureihe 424. Immer noch nicht geladen. Der Deutsche Bahn, denn die Map hier ist ja noch auf Stand 2018, ne? Mittlerweile fährt hier ja die Transdev. Dazu nun gleich später mehr. Was würde ich sagen? Nehmen wir die Fahrt auf, denn wir wollen ja rechtzeitig in Lehrte ankommen, wo uns gleich noch ein Richtungswechsel bevorsteht. Ich werde euch gleich noch ein bisschen mehr hier zur S-Bahn Hannover erzählen. Wie das jetzt mit der Strecke zusammenhängt, die wir in der letzten Folge gefahren sind, sind wir ruckelt, das will ich zu entschuldigen. Aber da lädt Susi gerade einfach noch im Hintergrund ein paar Texturen nach. Ja, die Züge müssen auch noch geladen werden, glaube ich. Das dauert noch ein kleiner Moment, Susi. Das ist geladen. So, wir haben schon so 120 km/h. Lehrte haben wir bei 16,4. Da haben wir schon zu langsam vorne angekündigt. Die vermutlich auf 60 km/h ausläuft. So, dann unterbremsen direkt. Noch 2 km haben wir. Und ja, hier drüben haben wir rechts neben uns die zwei Fernbahngleise, wo wir das behaupten wollen. Der Bahnstrecke Hannover-Lehrte-Berlin. Und hier haben wir unser S-Bahn-Gleis und hier drüben links haben wir zwei Gütergleise, die jetzt gerade in den Güterbahnhof gegangen sind. Jetzt ruht es aber ein bisschen stärker gerade. Na komm, Susi, du hast das. Du schaffst das mit dem Laden. So. Nächster Halt, Lehrte. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Ausstieg. So, wir sind die S7, wir biegen jetzt ja immer rein in Bahnhof Lehrte. Parallel fährt hier auf unserer Strecke auch noch die Linie S6. Die würde ich aber nicht zeigen, weil da fährt man einfach hier geradeaus weiter und biegt dann direkt links ab in Richtung Celle. Wir machen aber hier einmal in Lehrte Kopf und fahren dann nach Celle weiter. Ja, das tut sich dann aber auch später. Ist einfach schöner gewesen noch mit dem Kopf machen hier in Lehrte. Da haben wir einen ICE in Richtung Hannover, der aus Richtung Berlin kommt. So, von selber hier rüber. Muss man schauen, ob in der Regel halten die Züge der S7 auf den Gleisen 13 oder 14. Hier drüben haben wir jetzt ganz, ganz rechts im Bild haben wir die Bahnsteige 1 bis 3 für den Fernverkehr. Dann haben wir hier Gleis 11. 12 ist nicht barrierefrei und dann hier die 13 und 14 und wir rollen einmal auf die 14 rüber. Vielleicht mal Türfreigabe aktivieren. Dann halten wir hier einmal an. Dann haben wir 5 Minuten Wartezeit, weil wir in der Regel wenden müssten. Den kann ich euch gleich noch bisschen was erzählen, beziehungsweise ich spule natürlich auch vor, damit wir nicht so ewig lange hier warten müssen. So, Problem ist, ich habe ja am Gleis 14 mal keine alte Tafel, deswegen muss ich mal ein bisschen abschätzen. Ich würde mal sagen, ich fahre ein bisschen den PZB-Magnet noch vor. Du musst doch bestimmt noch sagen, den Zuggästen, wo die aussteigen. Nee, wird, wir fahren nicht mehr beim Metronom. Wir fahren jetzt eine S-Bahn von der Deutschen Bahn. Deswegen auch danke für die Ansagen, gehen raus an mich. Weißt du, wäre DB-Ansagen. Nee, wir sind hier noch auf dem Stand 2018, deswegen fahren hier noch die Züge der Baureihe 424 der Deutschen Bahn.
Und alle, die jetzt aus der Region Hannover kommen und sich in Erinnerung schwelgen, sind so, ach ja, das waren noch Zeiten. Da fuhr die S-Bahn noch pünktlich und zuverlässig. Naja, mit dem neuen Betreiber Transdev unter dem Namen S-Bahn Hannover, seit 2021 fährt die Transdev ja, gibt es so ein paar Probleme, ja. Mit, dass die Züge Probleme haben, immer wieder verkürzt fahren, weil Triebzüge kaputt sind. Sogar so wenig Züge teilweise da sind, dass Ersatzzüge fahren müssen. Ne? Ja. Die Deutsche Bahn hat ja damals, ich kann mal schon ein bisschen auf Vorspulen gehen, die Deutsche Bahn hat damals Züge der 424 eingesetzt und so eine Handvoll der 425, die fast baugleich ist mit der 424, nur so ein paar Unterschiede hat. Die 425, die gehören auch Transdev, also die Transdev mit erhaltene. Und die tun sie jetzt gerade noch zurecht machen, damit die auch demnächst einmal fahren können. Und damit sie noch ein paar mehr Züge haben hier für das S-Bahn-Netz. Und die 424er, die hat die DB behalten und die werden jetzt fit gemacht, um in München eingesetzt zu werden. Und dort die 420er, die Olympiatriebwagen aus den 70er Jahren, zu ersetzen. So, 25 ist Abfahrt. Wir haben noch immer kein Grün. Ah, jetzt ist grün. Hat der Fahrzeug aber knapp gemacht, würde ich sagen, die Kiste hier. So, Ausfahrt mit 40 km/h. Das ist ja schnell. So, Türen zu, los geht's. So. Ja, aber das mit dem Verbleib der Züge und die Transdev nutzt ja jetzt hier plus 3 XL-Züge, die aber jetzt nicht so die 100% zuverlässigsten irgendwie auf dieser Strecke sind. Deswegen Ersatzzüge, da haben wir auch schon alles mögliche gesehen, also von alten DDR-Lokomotiven gespannt mit Regionalverkehrswaggons der 80er, 90er Jahre. Regionalbahn hier aus Sachsen, aus unserer Region, sind auch schon hier gefahren. Weil Transdev hat auch in Sachsen ein relativ großes Netz. Das sind Regionalbahntriebwagen hier schon gefahren, die sie einfach hier rüber geschifft haben nach Hannover, um hier zu helfen. Es geht ein bisschen drunter und drüber. Mal sehen, ob es hoffentlich bald besser wird. Transdev darf jetzt sogar Vertragsstrafe zahlen aufgrund der vielen Ausfälle und so. Joa. Dann sagt dann sozusagen der Staat einfach irgendwann, ey, ihr macht so viel Mist, ihr haltet euch nicht dran, dass ihr die Strecke hier ordentlich bedient und deswegen. An sich ist der Regionalverkehr wird ja von den Bundesländern bestellt, wie ich schon mal in der vorigen Folge erzählt habe. Die sagen, wir wollen, dass hier ein Zug fährt. Wer fährt, wer will denn fahren? Wer macht das beste Angebot? Und dann wird ein Vertrag abgeschlossen, sogenannter Verkehrsvertrag. Der regelt eben, auf welchen Strecken du wie oft fahren musst. Wenn du den Vertrag nur zu so und so viel Prozent einhältst, also den nicht ausreichend genug einhältst, den Vertrag, dann musst du eine Vertragsstrafe zahlen. Weil du den Vertrag halt nicht erfüllst. Okay, wir haben die Güterwaggons nicht geladen, da schweben die Container in der Luft. Ups. Passiert. Wir haben vergessen, die Antigravitations Platten drunter wegzubauen. So, aufpassen. 19.2 ist doch schon der nächste Halt, das ist auch gleich schon wieder. 18.2, also einmal die Kurve. Nächster Halt. Alixe. Ausstieg in Fahrtrichtung. Aber gut, das ist immer noch eine S-Bahn. Da ist nicht viel mit viel vor. Da heißt es direkt wieder anhalten. Nee, das ist ein Chaos hier bei der S-Bahn Hannover. Mit Ersatzzügen und Ausfällen und Verkürzungen und ach. Weiß der Teufel, was hier alles abgeht. Ich habe es auch vor kurzem, jetzt gerade nochmal vor der Folge erkundigt. Das S-Bahn-Netz in Hannover ist auch ganz interessant. Und wie es damals pünktlich im Jahr 2000 einfach aus dem Nichts herausgestampft wurde. In den 90er Jahren waren die ganzen Strecken alle ausgebaut. Und dann hier ein S-Bahn-Netz rausgestampft. Ganz interessant mit den Linien, also hier. Also auf dem Teil, den wir hier fahren können, das sind die S6, S7 und S3. Das sind ja auch die Linien, die Transdev als allererstes übernommen hat. Weil die haben damals die gestaffelte Übernahme gemacht. Also
im Sommer 2021 hat Transdev erst die S3, S6, S7 hier übernommen und danach im Dezember dann auch die anderen Linien hier der S-Bahn. Und seitdem gibt es ja die ganzen Probleme. Und die S7 hier, wir sind so die S-Bahn, die ja so normal fährt, so von Hannover Hauptbahnhof halt eben nach Lehrte und dann weiter nach Celle. Während die S6, die fährt ja parallel und verdichtet uns hier auf dem Abschnitt von Alex, wo wir jetzt gerade sind, bis Celle auf dem Halbstundentakt. Und dann biegt es halt eben hinter Alex hier ab, fährt an Lehrte vorbei, was ich euch gezeigt hatte, und fährt dann einfach straight durch, hält nur noch in Hannover an der Kurt-Wichert-Allee und dann schon Hannover Hauptbahnhof. Also das ist wie so der Regionalexpress auf dem Abschnitt hier einfach. Und parallel zwischen Lehrte und Hannover Hauptbahnhof und auch die S3 halt eben zur S7, die da auf einen halben Stundentakt ergänzt. Finde ich auch interessant, ein S-Bahn-Netz, wo die S-Bahn-Linien einen Grundtakt von 60 Minuten haben. Also ist die S6, S7 und S3. In anderen Linien weiß ich gar nicht, ob da auch irgendwelche Halbstundentakte dabei sind, aber ansonsten. Aber die Grundtakt hier eigentlich Stundentakt. Finde ich auch interessant. Aber gut, was soll ich schon groß sagen? Bei uns in Dresden ist das S-Bahn-Netz. Bei uns haben wir 3 Linien, 2 davon im Halbstundentakt, eine im Stundentakt. Gut, kombiniert mit einer Regionalbahn, die das im Halbstundentakt ergänzt. Ja. Aber an sich haben wir auch einen Halbstundentakt bei uns. Und die vierte S-Bahn-Linie, die ja nur so eine Semi-S-Bahn-Linie ist, die S8, die ist auch 60 Minuten Takt und zwar Hauptverkehrszeit. Schiefer halbe Stunde Takt. Schiefer halbe Stunde? Es ist kein richtiger Abstand, es ist so ein 28-32 Takt oder 26-34 Takt in Anrichtung, glaube ich. Also irgendwas nicht ganz Richtiges. Weil die das halbe ist und nichts Ganzes. Ja, weil die einen eingleisigen Abschnitt befährt und da ist das mit den Fahrzeiten und Begegnungen und so, ist nicht ganz 100% machbar. Gut, ich bin der Meinung, wenn man das ein bisschen rumschieben würde, wäre das schon machbar. Habe ich mal ausprobiert, aber ja, die werden schon ihren Grund haben. Mein Verkehrsverbund, warum sie die Fahrpläne so erstellt haben. So, 24:05 haben wir Burgdorf. So. Worauf wir auch noch achten müssen, hier ist zugetragen worden, dass hier auf der Bahnstrecke zwischen Lehrte und Celle heute Bauarbeiten sind. Das heißt, es kann sein, dass wir dann mal von der Fahrtleitung ein bisschen hier rumgescheucht werden. Nächster Halt. Weil irgendein Gleis dort ist. Ausstieg. Müssen wir uns nochmal anschauen. Fahrtrichtung. Raus, weil es jetzt gerade links ist. Da! Ah. Das Bahnsteig. Kommt vor an so Gleisen. Kann passieren. Einfach mal Notbremse. Schaffe ich es noch? Nee. Es sieht schlecht aus. Nee. So ein Zug, der hat echt viel Energie, wenn der sich mal so ein bisschen schneller bewegt. Das der ist echt träge. Also der hat eine große Trägheit. So. So. Alle Fahrer ist gerade einmal umgefallen bei dem starken Anhaltedruck. Ja, die saßen doch alle schon. Die saßen doch alle noch. Naja. Die sind garantiert noch nicht aufgestanden. Ja, liebe Fahrgäste, nicht an der ersten Tür aussteigen, bei der zweiten bitte aufpassen, dass sie nicht runterfallen vom Bahnsteig. Naja, kann man machen, sollte man aber nicht, diese Halteposition hier. Nee, das sollte man nicht machen. Aber ja, wir sind hier unterwegs mit einer 424 und dann denke ich noch eine 424. Wo ich aber sagen muss, ich kann 424 und 425 auch nicht unterscheiden voneinander. Ich habe mir die Wikipedia-Artikel mal durchgelesen, da stand noch drin, es sind eigentlich fast derselbe Zug. Die 425 ist nur ein bisschen neuer, hat irgendeine paar minimale Veränderungen. Aber ansonsten sind die gleich. So, das hier müsste die S7 in die Gegenrichtung sein. Was ist unsere Verspätung? Oh, pünktlich. Wie die Maurer. So. S7 in die Gegenrichtung, die S6 begegnen wir dann später auch noch. Ist ja Halbstundentakt hier. Ne, aber da bin ich auch gespannt hier tatsächlich, wie es in Hannover hier in der Umgebung weitergeht. Ich habe gelesen, es soll ein paar Änderungen im Liniennetz geben, noch ein paar Ausbauten vom Liniennetz, wie es eigentlich überall angestrebt wird.
man es gut oder schlecht heißen, also von der Umsetzung. Wenn sie die S-Bahn-Netze ausbauen zu wollen, ist ja eigentlich nie schlecht, weil es immer dafür sorgt, dass die Stadt noch besser mit dem Umland verbunden wird. Die Frage ist nur, wie macht man das? Nimmt man eine Regionalverkehrslinie, ob der weiter diese Regionalshuttles fahren? Nimmt in der Hauptverkehrszeit ein paar Verstärkerzüge hinzu, die es auf einen halben Stundentakt verdichten und sagt dann, jo, das ist eine S-Bahn, wie bei uns in Dresden mit der S8. Oder nimmt man tatsächlich komfortable S-Bahn-Triebwagen mit einer guten Beschleunigung, hier Elektroantrieb und so weiter und so fort, macht Infrastrukturausbau, sorgt dafür, dass alle Bahnsteige barrierefrei sind und so weiter und so fort und sagt dann, das ist eine S-Bahn. Über dieser kleine Feinunterschied, weil S-Bahn wird ja heute zum Teil auch sehr gerne als Marketingstrategie benutzt. Wenn wir sagen, jo, die Regionalbahn kriegt einen Hauptverkehrsverstärker und dann ist es eine S-Bahn. Ja, wenn das so gehen würde. So, 28,9, da haben wir noch 2 Kilometer, nicht mal mehr. Anderthalb. Wie schnell die Halte kommt, ich bin S-Bahn gar nicht mehr gewohnt. Wenn wir jetzt 2 von Regionalexpress gefahren sind, nach vorn, Regionalbahn, wo auch längere Halteabstände teilweise hatten. Zack, zack. Ja, ich muss ja schon wieder bremsen. Ja, schon wieder hier. Tafel geht's nach. Nächster Halt. Boze. Ausstieg in Fahrtrichtung. Rechts. Geht hier Schlag auf Schlag durch, ich sag's dir. Aber es hat eine S-Bahn, ne? Eine S-Bahn zeigt sich ja auch unter anderem durch verhältnismäßig kurze Halteabstände aus. Wobei ich sagen muss, wenn man natürlich eine S-Bahn machen möchte, die jetzt nicht nur für die Stadt mit an sich, sondern im Umland verbinden möchte, was heutzutage ja häufig der Fall ist, weil es auch recht attraktiv ist, einfach seine S-Bahn ins Umland durchzubinden. Ne? Das ist natürlich, umso weiter man außerhalb der Stadt kommt, umso größer natürlich dann auch die Halteabstände. Also auf dem Land brauchst du ja nicht in jeder Klitsche halten. Ne? Deswegen. Oder man macht es ja gleich so, wie zum Beispiel in Chemnitz, wo die ja keine richtige S-Bahn haben, sondern die Citybahn. Was ja einfach Züge sind, die in Chemnitz drinnen als Straßenbahn unterwegs sind und dann einfach aufs Eisenbahnnetz wechseln. Und die Leute dann nicht mal nur zum Hauptbahnhof von Chemnitz, sage ich mal, oder zu den Bahnhöfen in Chemnitz einen Anschluss haben, sondern direkt in die Innenstadt. So steigst du in deinem Dorf in die Regionalbahn ein und steigst mitten in der Stadt in der, vor der Einkaufsmeile aus der Straßenbahn aus, sage ich mal. So, praktisch. Ist auch ein interessantes Konzept. Einfach halt eben. Wenn das klappt mit den Gleisbreiten und so. Also ja, genau. Und an sich, die Eisenbahn hat ja die Normalspurbreite in Deutschland von 1435 mm. Und Straßenbahnen haben häufig auch 1435 mm. Oder es sind Schmalspurstraßenbahnen mit 1000 mm zu 750 mm. Ist aber heutzutage seltener. Meistens sind es natürlich auch 1435 mm, so dass es dann kompatibel ist. Es gibt auch natürlich auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Dresden. Wir haben eine Spur mit 1450 mm, also unsere beiden Schienen sind 1,5 cm weit auseinander gerutscht. Und deswegen wäre es in Dresden zum Beispiel nicht möglich. Da müssen wir die gesamte Spur umbauen, Grund, entweder auf Eisenbahn oder Straßenbahn. Da kann man nicht so einen Übergang machen. Bei Chemnitz zum Beispiel, dort haben wir. Und das in Dresden, so, ja? Das anderthalb Zentimeter weiter ist. Ja, es ist einmalig auf der Welt, übrigens auch die Spurweite. Hat das so einen Grund? Ja, das hat man das damals so vor, ja, wie lange ist es jetzt her? 150 Jahren entschieden, dass man einfach diese Spurweite benutzt. Einfach mal special sein wollen. Ja, man hat einfach damals entschieden, jo, wir nehmen die Spurweite und damit, und dann hatten damals, also für die erste Straßenbahnlinie, die man uns gebaut hat in Dresden, und danach haben sie natürlich alle weiteren Straßenbahnlinien auch in dieser Spurweite gebaut, damit es also kompatibel unter anderem Straßenbahn ist. Das heißt, um das anzugleichen, müsste man einfach das komplette Straßenbahnnetz in Dresden rausreißen und neu räumen. Ja. Das lohnt sich. Zum Beispiel in Chemnitz haben wir es auch so gemacht, da die Züge fahren halt eben in der Innenstadt unter Straßenbahnstrom. Dann die eine Linie, die C11, die ist komplett mit Straßenbahnstrom halt eben, also mit Stromabnehmern und halt eben Oberleitungen für Straßenbahnstrom ausgekleidet und fahren halt eben voll elektrische Triebwagen. Und auf den anderen Linien, die fahren halt eben in Chemnitz drinne unter. Nächster Halt, Elershausen. Straßenbahn-Oberleitung
rechts. Und immer am Rande der Stadt, dann tun die einfach den Strom immer runterfahren, einen Dieselmotor anschalten und dann fahren sie aufs Eisenbahnnetz rüber. In Zukunft wollen sie denn jetzt nochmal solche Züge anschaffen, wie jetzt schon fahren. Ich habe gerade ganz vergessen, wie die heißen, ne? Aber die wollen sie normal anschaffen, aber statt mit Dieselantrieb, mit Batterieantrieb und Oberleitung. Und auch Oberleitung für Züge unterstützen, ne? Sodass sie auch, dass sie auch auf Eisenbahnschienen halt eben dann voll elektrisch fahren können. So, hier sieht es auch nach Baustelle aus, oder? Ja, irgendwie so diese ganzen blinkenden Lampen. Und da drüben steht auch irgendeine Lok offen. Vielleicht scheint es, als ob hier das Gleis in die Gegenrichtung gesperrt sei. Das ist in die Gegenrichtung, wenn sie uns irgendwie dann ein bisschen rumwurschteln. Weil wir fahren ja noch zurück. Und ihr seht schon auf dem elektronischen Buchverplan, unsere nächste Seite ist Celle. Und dann sind wir auch da, wo wir in der letzten Folge gestrandet sind. Und dann geht es einmal weiter nach Lehrte und in der nächsten Folge geht es dann von Lehrte weiter nach Hildesheim und haben wir die gesamte Strecke abgefahren. In 5 Folgen. Wenn das mal nichts ist, ne? Oh. Kann man auch mal kurz betonen, wie pünktlich ich bin? Dass ich bisher nicht über Verspätung beschwert habe. Das stimmt. So. Jetzt wäre Abfahrt, aber ein paar Sekunden war jetzt zu spät. Gut, in Gegenrichtung könnte es natürlich problematisch werden, wenn wir dann hier noch über irgendwelche Gleise und Weichen dann hier rumgeleitet werden, ne? Auf das Gegengleis, auf dem wir jetzt gerade fahren. Dann kann natürlich passieren, weil wir dann hier langsam über die Weichen drüber fahren müssen und sowas, dass wir dann vielleicht so ein, zwei Minütchen Verspätung bekommen. Vielleicht holen wir die auch noch raus, vielleicht wird die Verbindung noch schlimmer. Sollen wir in Gegenrichtung dann sehen. Sind so irgendwie Gleise neu verlegen, ne? Weil hier in der Mitte liegen irgendwelche Gleise rum, die sie einfach hingelegt haben, geladen haben. Ja, diese Lok hat hinten drauf auch ein paar Gleise. Hier steht ein 2-Wegebagger, die auch noch ein Gleisstück. So, war jetzt vielleicht noch Zelle 11 Kilometer. Was soll's denn sein? Da sind die alten Gleise vielleicht durchgerostet. Ja, so kann ich aber noch ein Gleis austauschen. Allgemein ist hier jetzt relativ viel, also in Celle. Also hier sind durchgekreuzte Vorsignale, die abgeschaltet sind und vor allem in Celle. Dort sind ganz, ganz viele Signale durchgestrichen und da stehen neue Signale. Also da muss man höllisch aufpassen, ne? Dass man auf die richtigen Signale achtet. Weil einfach hat ja auch noch irgendwelche alten Signale stehen, die außer Betrieb sind. Ja, das ist ein bisschen verwirrend da dort. Oder hier wieder. Hauptsignal, was sie durchgekreuzt haben. Ja, sonst arbeitet man eigentlich mal für Blockverdichtung, also dass man immer mehr Signale hinstellt, damit die Strecke immer mehr Kapazität hat, würde man einfach ein Signal rausnehmen, einfach einen Block entfernen aus der Strecke. Auch interessant. Das ist das Gegenteil von dem, was man üblicherweise gerne macht. Weil es halt, ja, einfach mal kosteffizient die Kapazität einer Bahnstrecke steigert. So, weil du musst halt einfach nur zwischen zwei Signale noch ein Signal stellen und plötzlich kann in diesem Abschnitt zwischen den zwei Signalen nicht nur ein Zug sein, sondern zwei Züge sich aufhalten. So. Das heißt, Züge können dichter aufeinander jetzt fahren und beziehungsweise für Abschnitt halten. Wobei man da natürlich darauf achten muss, dass die Länge des Abschnitts noch lang genug ist für irgendwelche gute Züge, wenn sie da drauf fahren. Naja, also kürzer als ein Kilometer kann der Abstand eh nicht sein. Also zwischen zwei Signalen können maximal 1 Kilometer Abstand sein. Muss ja. Wegen Vorsignal, Hauptsignal sind immer 1 Kilometer man dann entfernt. Und Güterzüge dürfen innerhalb der Europäischen Union auch glaube ich nur 700 und zerknickte Meter lang sein. Also das passt alles mit dem 1 Kilometer Abstand. Aber ich glaube Güterzüge sind in der Regel nicht mal so lang. Also das ist wirklich absolute Maximum, was erlaubt ist. Aber ich glaube, viele Bahnstrecken sind auch gar nicht dafür ausgelegt, dass so 700 Meter Güterzüge da langfahren, weil ja auch so Güterbahnen für die Gleise oder so Abstellgleise, Überholungsgleise, die müssen ja auch so lang sein, dass der gesamte Zug da drauf passt. Das ist häufig gar nicht der Fall. Deswegen bestimmt eigentlich die Länge der Abstell- und Überholungsgleise nehmen, wie lange der Güterzug auch sein darf.
So wie auch zum Beispiel die Länge des Bahnsteigs bestimmt, wie lang der Personenzug sein darf. Jo. Zum Beispiel bei uns in Dresden, die S-Bahn, die können nicht mehr als 5 Waggons haben, ne? Also mehr als 5 Doppelstockwaggons. Das ist der 6 hier in die Gegenrichtung. Die können nicht mehr als 5 Doppelstockwaggons haben, einfach weil der Bahnsteig nur 140 Meter lang ist. Und so eine Lok mit 5 Doppelstockwaggons, die ist halt 130 Meter lang oder so, da ist halt Ende Gelände. So, 44.0 haben wir Zelle. Jetzt bin ich hier schon langsam fahrt. Ohne Bornkündiger im Ebola sehe ich auch nichts, also muss ich runter auf 40. Na super. Aber schon bei 41 sind wir auch schon das Einfahrsignal von Celle. Aber gut, Celle hat auch einen riesigen vorgelagerten Güterbahnhof. Deswegen. So, oder? Ah, da drüben ist eine Kennziffer mit einer 6. Sehr gut. Darf sogar 60 fahren. Nicht nur 40. Zu gütig, zu gütig. Und hier drüben kommt übrigens gerade die Strecke nach Hannover, also die Schnellfahrstrecke, auf der wir in der letzten Folge dann geendet haben und despawned sind. Und hier schauen wir jetzt gerade wieder in Blickrichtung Hamburg. So, hier seht ihr das, überall hier durchgekreuzte Signale. Da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt sind wir hier rüber. Was ich auch noch sagen kann, ihr müsst allgemein aufpassen bei allen Fahrplänen, die hier auf dieser Bahnstrecke Hamburg-Hildesheim also unterwegs sind. Also zum Beispiel hier der Fahrplan, den ich jetzt gerade nutze, also Hamburg-Hildesheim, 2018, ne? Das Problem, also hier hängen nächste sich Züge halt gerne mal ineinander auf. Zelle. Ich hätte ursprünglich auf den Platz Übergang zum Regionalverkehr sowie zum Fernverkehr. Was später diese am Tag ist, nicht so 13 Uhr, was dann relativ Reise mit der S-Bahn Fahrplan beginnt 12.30 Uhr, deswegen ist 13 Uhr relativ Ausstieg früh. In Fahrt. Aber da hatte ich es, dass, rechts. Wenn ich das Szenario gestartet habe, dass nur in einem Viertel der Fälle alles geklappt hat, sondern dass dann teilweise dann, ich kam hier in Zelle an und plötzlich kam mir hier, standen hier entgegen, ne, im Güterbahnhof via S-Bahn und haben gewartet, die keine Ausfahrt bekommen haben. Ne? Weil irgendwelche Güterzüge irgendwo festgesteckt sind oder sich hochkant übereinander gestapelt haben mit den Waggons. Bild dazu ist im Discord. Deswegen muss man aufpassen. Ist ein bisschen kompliziert. Aber ja, irgendwas die KI hat auch überfordert hier, wenn irgendwas schief läuft und weiß dann auch nicht mehr, wie sie mit den Zügen umgehen soll. So, da haben wir wieder den Bahnhof hier von Lehrte mit den bunten Bahnhofsdächern. Und guck mal, wer da in die Gegenrichtung steht. Erinnert euch noch, in der letzten Folge, als wir hier ankamen mit dem Metronom, da ist hier gerade eine S-Bahn eingefahren. Jetzt fährt hier eine S-Bahn rein und der Metronom steht da. Jetzt sind wir einfach mal der andere Zug hier, würde ich sagen. Tja. Wäre das beim letzten Mal die S7 gewesen hier? Mit der wir jetzt fahren. Huch! Wir sind drüber geschaltet. Aber hier, wir haben durchgekreuztes Ausfahrsignal. Ein anderes Ausfahrsignal steht jetzt dahinter. Na, da muss man aufpassen. So, jetzt hat der Abfahrt. So, alles haben wir entweder Dark Mode umschalten. Zack, da weg. Und dann würde ich sagen, unsere Abfahrt ist 14.08 Uhr, das heißt, wir haben 20 Minuten Aufenthalt jetzt hier. Aber die würde ich einmal gekonnt überspringen. Weil ich muss jetzt hier nicht 20 Minuten lang mit Spaß mehr rumstehen, ne? Aber 20 Minuten mal Kaffeepause machen, tut auch nicht, ist auch nicht schlecht, ne? Jo. So, da haben wir es jetzt 14.07 Uhr. Wir haben Ausfahrt bekommen.
an sich haben wir jetzt grün, aber langsam Fahrt erwartet, ne? Es werden wahrscheinlich wieder die 60 km/h sein von vorhin. Das heißt, unter Anbetracht dessen, dass wir wahrscheinlich in Elershausen dann jetzt gleich Verspätung machen werden, weil die uns da irgendwie rumschicken werden wegen dem gesperrten Gleis, würde ich sagen, ich gebe jetzt mal ein bisschen Stoff und bremse dann wieder auf die 60 runter. Es ist zwar kein effektives Fahren und ökonomisches Fahren, aber weil man zieht da einfach unnötig viel Strom dafür, dass man direkt danach gleich wieder abbremst. Aber in dem Falle, um die Verspätung möglichst gering zu halten, würde ich es trotzdem einfach mal machen, ne? Auch wenn das nicht die feine englische Art ist beim vom Zugfahren. So, Türen zu. Leute konnten lang genug einsteigen. Und jetzt aber los, würde ich sagen. Raus hier. Die Langsamfahrt bestätigen. Schneller als 80 dürfen wir jetzt eh nicht fahren. Aber die 80 würde ich schon mal aus. Also eigentlich 85, aber die 5 km/h sind immer eigentlich immer aus ein bisschen Toleranz. Deswegen. Fahre ich mal die 80, da kann ich vielleicht noch ein paar Sekunden rausholen. Das tut ja auch nicht schlecht. Hier im Güterbahnhof steht auch ein Güterzug neben uns. Irgendwelche Güterumschlaghallen wahrscheinlich. Das ist schon ein netter Güterbahnhof. Da haben wir auch ein Weichenwärterhäuschen. Mal runter auf die 60 km/h. Jetzt ab hier Signal gelten, na, ein bisschen spät. Ein bisschen eher bremsen können schon, aber gut. Hier stehen auch noch welche Gleisbauarbeiter an der Seite. Hier ist was los in Celle und Elershausen. Hier basteln sehr regelrecht an den Gleisen. Das ist der Bahnausbau, den wir uns gewünscht haben, ne? Den wir machen. Wir machen hier schon mit Lärmschutzwänden aus. Gekleidet. Er hat auch einfach gerade ein Gleis ins Nichts geendet. Ja, das gibt's manchmal. Das sind, die noch haben. Das sind so spezielle Weichen, einfach damit, das ist, wenn jetzt irgendein Überholungsgleis ist. Du planst, dass dort irgendwann mal was hinkommt, aber was noch nicht gebaut hast? Nee. Du hast, stell dir vor, du hast jetzt einen Bahnhof mit einem Überholungsgleis. Und das Überholungsgleis geht jetzt wieder auf das Hauptgleis, sage ich mal, zurück. Ja. Und das ist ein rotes Signal. Aber ein Zug, also du hast jetzt an dem Überholungsgleis ein rotes Signal, der Zug wird aber über das Überholungssignal, über das rote Signal drüber und rutscht deshalb über die Weiche auf das richtige, auf das Hauptgleis. Aber dort will gerade ein Zug durchfahren. Das heißt, da kommt es zu einer sogenannten Flankenfahrt, weil sich zwei Züge seitlich berühren oder seitlich ineinander crashen. Ne? Genau, Flankenschutzweiche heißen die. Und deswegen ist es so, wenn das Überholungsgleis rot hat und der Zug deutlich ausfahren darf, weil ein anderer Zug auf dem Hauptgleis überholen möchte, dann muss die Weiche so gestellt sein, dass sollte der Zug über das rote Signal drüber fahren, dass er nicht in den anderen Zug reincrasht, sondern dass er einfach nur ins Nichts fährt und dann eben entgleist, sage ich mal. Und dann eben auch im Schotter ausgebremst wird. Das ist dann zwar ein bisschen ruppig für die Fahrgäste, und man will die S6 in die Gegenrichtung, das war ein bisschen aber ruppig noch für die Fahrgäste, ruppig als. Aber immerhin, aber ich sag mal so, ein Crash ist auch ruppig, hat ein höheres Verletzungsrisiko für die Fahrgäste und mindestens zwei Züge sind im Eimer. Deswegen baut man da einfach solche Weichen ein, die erstmal sinnlos aussehen und ins Nichts führen, aber sie sind halt eben einfach dafür, dass sie die Züge nicht so miteinander eine Flankenfahrt machen. Wieder was gelernt. Entweder die gehen halt ins Nichts, die Gleise, oder die gehen halt gegen den Prellbock. Je nachdem, wer die Örtlichkeiten sind. Wenn da, ich sag mal, jetzt eine Ausrutschzone von so ein paar Metern ist, wo der Zug ein bisschen lang rutschen kann dann noch, außerhalb der Gleise, dann ist er kein Prellbock, aber manchmal ist er auch ein Prellbock. Der ist natürlich dann wieder ein bisschen unsanft, aber ja. Noch bestens Crash. Jetzt haben wir unsere 11 Kilometer hier bis Elershausen. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt in den zweiten werden. Wahrscheinlich
Ahnung, hier einfach mal rüber aufs Gegengleis und dann hoffentlich durch. Mal sehen, ob wir da. Wenn sie auf Gegengleis leiten, haben wir vielleicht eine Verspätung. Das sollte passen. Außerdem fahren sie ja doch ständig irgendwann witzig aus dem Zahn. Aber ich habe gesehen, da gab es auch ein Überholungsgleis und irgendwas. Mal schauen, was da gerade steht. Und hier rechts ist ja auch so ein krankes Gleis, wo die Turbotanik halb verschwunden war. Hier ist wieder auch ein Gleis. Interessant, dass eine andere Bahnstrecke stillgelegt ist. Nee, weil ich das Gleis dabei. Gelb. Ach, wo kommt denn das jetzt her? Das ist ein Signal. Ist das jetzt rot oder was? Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. War das jetzt gerade ein gelbes gerade oder ja, war das, war das schon das rote? Achso. Das Baugleis, also jetzt durch den Hauptplatz, auf dem sie bauen. So kommen wir uns dem Zug entgegen, ne? Der Zug. Aber wahrscheinlich dürfen wir uns auf sein Gleis rüberfahren, weil unser Gleis gesperrt ist. Und weil der aber noch hier durch zum Gleis ist, deswegen haben wir rot bekommen. Jetzt sollte er erstmal vorbei rutschen. Und da wird es grün. Langsamfahrt 40 und direkt wieder rotes Signal angekündigt, direkt wieder gelb. Cool, also 40 und direkt wieder Halt erwarten. Das ist ja witzig hier. Der FDA da mit uns jetzt anstellt. So, bei 33 ist der Halt. Wir haben noch 1,5 Kilometer vor uns. FDL ist Fahrdienstleiter, ne? Genau, der Fahrdienstleiter. Du bist eine Eisbahn, das ist faul, deswegen. Okay, jetzt werden wir nochmal nach links rüber geleitet. Aber ja, wir müssen Eisbahn, das ist faul, deswegen für alles mögliche haben. Okay, jetzt gehen wir doch über ein Überholungsgleis. Du musst aber mit 40 km/h hier lang zu kommen. Die S-Bahn Hannover begrüßt sie in der S7 nach Hannover über Lehrte. Nächster Halt. Ehlershausen. Ausstieg in Fahrtrichtung. Wahrscheinlich ist einfach hier normalerweise einfach nur Langsamfahrabschnitt, weil sie hier irgendwie was bauen. Und sie ja den Bauarbeiter am Gleis befinden könnten, sodass man da nur 70 km/h langsam fährt. Aber jetzt sind sie gerade wahrscheinlich irgendwie mal was auswechseln oder irgendwas tatsächlich machen, wofür sie das Gleis sperren müssen. Ne? Deswegen, da jetzt mal ist. Ansonsten ist da nur das mit den 70 km/h. Guck mal, sind noch irgendwelche Oberleitungsmasten, an denen keine Oberleitung dran hängt. Also anscheinend tun die hier in Ehlershausen ordentlich was umbauen. Wenn wir selbst neue Oberleitungsmasten stellen und sowas. So, haben sie 2018 gemacht, mittlerweile sollte es ja abgeschlossen sein, die Bauarbeiten. Ach, jetzt haben wir doch langsam Fahrt. Ist doch von rot auf gelb-grün umgesprungen, das Signal. Dann können wir mit 40 km/h weiterfahren. Warum stellen die eigentlich überall die Warnleuchten auf, die blinkenden. Wahrscheinlich einfach zur Sicherheit. Der Doktor muss ja auch nachts sehen, dass da was ist. So kann er mal sehen, was der gesamte Bauabschnitt ist, auf dem sich Bauarbeiter befinden könnten, theoretisch. Also auf dem Abschnitt einfach besser aufpassen muss, dass da jetzt nicht gerade irgendein Bauarbeiter zu nah am Gleis ist oder dass er dann nochmal hupt, wenn die irgendwie zu nah am Gleis sind oder so. Sonst haben wir auch Bahnsteig in die Gegenrichtung. So, 15 Sommer da sein, 16 Sommer abfahren, jetzt sind wir 16 da, fahren 17 ab, naja, eine Minute Verspätung. Geht noch ganz gut, trotz dass wir da mit 10 Kilometern 40 km/h gefahren sind. Liegt doch trotzdem. Was ist das für eine Bahn, die da links ist? Ja? Da ist links irgendwie sowas. Ist das ein Bus? Ja, hier ist ein Bus, der hier am Bahnhof. Hier ist auch ein sehr alter Bus. Und da rechts steht auch noch ein Bus.
Irgendwie an der Bushaltestelle oder sowas. Stimmt, ja. Und der Bahnübergang ist ja schon geschlossen, weil wir haben ja schon Fahrt bekommen. Also hier ist ja kein Ausfahrsignal, sondern... Nee, stimmt, aber auch eine kreuzende, querkreuzende Bahn, das wäre auch ein bisschen komisch. Ja. Soll es aber alles geben. Ich glaube, in Deutschland gibt es sowas nicht, aber woanders auf der Welt gibt es das schon. Dass da einfach so Bahnstrecken einfach so sich kreuzen. Überkreuz. Und in Factorio, da gibt es das auch. Ja, klar. So, jetzt geht es dann wieder zurück hier auf das richtige Gleis, aber die Weiche ist natürlich so, dass wir nicht auf dem richtigen Bahnsteig halten können, ne? Deswegen wir auf dem falschen Bahnsteig halten müssen, ne? Weil, ist ein bisschen kurz so ab hier der Bahnsteig nur auf unseren Zug. So, ich weiß ja nicht. Ne, ich glaube, der Zug passt nicht ganz hin. Ne, tut er nicht. Wenn ihr das denken können, dass der nicht ganz hinpasst, der Zug. So, dann noch ein bisschen. So, wir sind von der Weiche runter, also können wir jetzt auch 140 hochgehen. Sehr gut. Und dann geht es jetzt wieder ganz normal weiter nach Burgdorf bei 24,5. Also. Ah, nee, Quatsch. Ich habe Wurzeln vergessen bei 28,9. Da muss man nur aufpassen. Ich sehe gleich die Überwältigung halt durchrauschen, weil ich noch übersehen habe. 28,9 ist der nächste halt. Ja, ich würde gerade sagen, 24,9 ist ja ein bestimmtes Stück hier jetzt vorne. Oh, nee, 28,9. Das sind nur noch 3 Kilometer. Das ist dann schon mehr als mit vielen. Aber gut, jetzt vorne die 11 Kilometer, die wir hatten, zwischen Ehlershausen und Celle, das war auch schon ein gutes Stückchen, würde ich sagen. Also mal so bei 11 Kilometer. 140 km/h geht das ja auch ganz gut. 140 ist auch die Maximalgeschwindigkeit von diesen ganzen S-Bahn-Triebwagen. Sind ja alle, also die ganzen S-Bahn-Triebwagen sind ja alle 420er in der Regel. Also 420, 422, 423, 424, 425, 426, 430, das sind die S-Bahn-Triebwagen. 427, 429 sind, glaube ich, von Stadler und Lund und Anlaufer. Nächster Halt, Oze. Ausstieg in Fahrtrichtung. Weiß ich rechts. Aber die haben alle 140 km/h eigentlich. Ist doch alle sehr bauähnlich. Und 423 ist, 422 zum Beispiel, sind auch relativ ähnlich zu denen hier vom Gestaltung und Wort. Nur, dass die halt eben nicht in jedem Wagenkasten zwei Türen haben wie wir, sondern drei Türen. 24, 425 hat eben zwei Türen. Und ich hätte stärker bremsen sollen. Ne, da fahre ich jetzt zurück. So lasse ich niemanden aussteigen. Das ist ein bisschen zu weit gerollt. Ein bisschen viel. Und uns eine Lehrte beim Fahrtrichtungswechsel beeilen. Also blieb es zum Beispiel auch von Lehrte dann weiter. Ich war nur vor, die S-Bahn-Strecke ist nur eingleisig. Aber dort fahren drei S-Bahn-Linien, die alle im Stundentakt. Also dort fahren pro Stunde in jede Richtung drei Züge drüber. Über das eine Gleis. Das sind 6 Züge pro Stunde, die über ein Gleis drüber rollen. Auf der eingleisigen Strecke. Das ist schon eine Menge. Also wenn es da zu Verspätung kommt, kann das plötzlich alle Züge mal aufhalten. Das ist zum Beispiel auch so einer der Gründe für die Verspätung. Und wenn halt eben unter Transdefiz aufgrund dessen, dass es zum Beispiel nicht so eingespielt ist wie bei der DB Regio damals, weil dann Sachen einfach nicht so eingespielt sind oder die Züge mehr Probleme machen oder irgendwas und es dadurch häufiger zu Verspätung kommt, kann es einfach ganz schnell passieren, dass einfach andere Linien dann direkt mit beeinträchtigt werden und auch mit Verspätung haben. Deswegen... Aber wir sind ja pünktlich. So, also gut, jetzt ist gerade ein bisschen weil Bauarbeiten, aber zwei Minuten, was wir jetzt da haben, das ist ja vertretbar. 2 Minuten Verspätung. Und es sind auch wegen Bauarbeiten, für die wir nichts können, weil dafür ist die DB Netz verantwortlich. Die macht ja die Bauarbeiten in den Schienen. Weil Deutsche Bahn ist ja auch nicht Deutsche Bahn.
Deutsche Bahn besteht ja aus 300 Milliarden, 1000 Tochterkonzernen. Das heißt, die DB Regio, die ein ganz normaler Eisenbahnverkehrsunternehmen ist für den Regionalverkehr, der sich wie alle anderen auch auf Verkehrsausschreibungen bewerben muss und halt immer schauen muss, dass sie den besten Vorschlag macht. DB Fernverkehr, die eigenwirtschaftlich die Fernzüge in Deutschland betreibt, ähnliches andere Betreiber ja auch frei machen können, die halt eben also frei die Linie betreiben können, wie sie halt eben wollen. Sei es jetzt ein Flixtrade oder auch ausländische Zuganbieter, wie die Cesca Drahi mit ihrem Eurocity von Hamburg über Berlin und Dresden nach Prag. Oder die österreichische Bundesbahn, die ihre Nachtzüge oder auch andere Nachtzuganbieter, das sind ja alles Fernzüge, die ja eigenwirtschaftlich gebaut werden. Mit DB Netz, die halt eben verantwortlich ist für die ganzen Schienen und für die Infrastruktur. Die DB Station und Service, die verantwortlich ist für halt eben die Bahnhöfe und das Service für die Reisenden vor Ort, dass die alle zurechtkommen. Die DB Vertrieb, die verantwortlich ist für, wenn Kunden irgendwelche Tickets kaufen wollen und sowas, Ticketpreise. Die DB Sicherheit, die den Sicherheitsdienst an Bahnhöfen macht. So 24,5. Ja, bis 25,5. Also seht, da gibt es sehr, sehr viel. Nächste Halt, Burgdorf. Zu verteilen. Ausstieg in Fahrtrichtung. Es ist nicht einfach nur die Deutsche Bahn. Ja. Weil die Deutsche Bahn ja auch noch Tochterkonzerne. Und deswegen bringt es auch eigentlich nichts, die Leute am Service-Schalter dafür anzumeckern, dass die Züge zu spät kommen. Ja. Weil dafür ist, die Züge zu spät kommen, ist entweder DB Regio oder DB Fernverkehr, je nachdem, das Regionalzug und Fernzug ist, verantwortlich ist oder die DB Netz, wenn die Fahrdienstleiter oder eine Baustelle verantwortlich ist. Weil die Fahrdienstleiter gehören auch der DB Netz zum Beispiel. Und zum Beispiel deswegen könnt ihr auch im Informationsschalter keine Tickets kaufen, weil die Informationsschalter, die gehören der DB Station und Service und die Ticketverkaufszentren und die Ticketautomaten, die gehören der DB Vertrieb. Das ist auch ein bisschen verwirrend für die Leute. Dass man beim Infoschalter nicht gleich auch das Ticket kaufen kann, wenn die einfach eine Reiseverbindung ausdrucken. Deswegen. Aber gut, ich sag mal, so Service-Mitarbeiter zu beschimpfen, es bringt eh nichts. Es ist wie wenn du bei der Pizza-Hotline anrufst und dich dort beschwerst, weil ich habe zum Beispiel, hatte ich mich mal mit einer Mitschülerin unterhalten, die halt eben so aushilfsmäßig bei so einem Pizza-Lieferanten halt eben am Servicetelefon halt eben arbeitet. Die hat mir auch erzählt, dass sie ja schon teilweise dann Anruf bekommen hat mit, ja, und mein Dip wurde vergessen und wie können sie nur den Dip vergessen, ne? Und liefern sie mir den unbedingt ans andere Ende der Stadt nach. Wo du auch nur so denkst, so, ich habe nichts getan, ich bin nur hier, um dir zu helfen und du schnaust mich an, weil zu deinen Pommes die Tüte Ketchup fehlt. Kauf dir eine Flasche Ketchup, dann hast du das Problem nicht. Alter. Wahrscheinlich hätte die Person sogar Ketchup zu Hause. Ja, aber natürlich besteht halt sie darauf, weil sie hat ja ihre 20 Cent für Ketchup bezahlt. Oder stand in der Beschreibung drin, dass es Ketchup gratis dazu gibt. Und jetzt gibt sie nicht dazu. Weißt du, die Person besteht dann darauf. Also ich gehe immer zu Serviceleuten einfach vor, die wollen dir nur helfen, ne? Und in der Regel sind sie selber nicht mal dafür schuld. Deswegen ja so, allen Servicekräften da draußen, sei es irgendwo an der Telefon-Hotline, Callcenter, sonst was, sei es Servicekräfte in Real Life, ihr habt echt was abzupacken. Vor allem von den ganzen Leuten, die glauben, ihr wärt schuld und ihr seid die Person, an der man den Frust auslässt. Deswegen, immer wenn ich irgendeine Service-Hotline anrufe, weil irgendein Service bei mir, ich irgendwelche Fragen dazu habe oder irgendwas unzufrieden bin, ich bleib immer höflich, freundlich und nett, schilder einfach nur mein Problem. Und wenn die mir dann möglichst da weiterhelfen, bin ich dann so, ja, danke fürs Weiterhelfen. Und dann sind die auch so keine Ursache und freuen sich, dass er nicht einen Kunden mal bei dem abgehandelt haben, ohne sich irgendwelche ominösen Schimpfwörter da an den Kopf knallen zu lassen. Deswegen. Kommt im Leben eigentlich immer weiter, wenn man freundlich ist. Ja. Gilt für alles. Weil dann haben die Leute auch Bock, dir zu helfen.
Aber sonst sind sie nur so, ja, ich helfe ihnen ja, weil es mein Beruf ist. Sonst, dann sind sie aber auch so, ja, okay, ich kann es verstehen, dass sie ein Problem haben. Ich schaue mal, was ich machen kann. Ich versuche mein Bestes. So, 19.2 ist auch schon wieder gleich, oder? Noch. Nee, 2,5 Kilometer und ich kann nicht mehr rechnen. Und ich konnte noch nie rechnen, der Tobi. Ach ja, ich rechne. Aber Mathe Vorbildungsprüfung, 13 Notenpunkte, also umgerechnet 1 Punkt. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin Kursbester bei mir im Grundkurs. Ich weiß zwar nicht, wie ich das geschafft habe, ich habe unter 3, also mit 7, 8 Punkten gerechnet. Obwohl irgendwie habe ich plötzlich 13 geschrieben. Moin. Ja. Schön. Was mir so aus Versehen passiert. Nächster Halt. Alixe. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, einmal runterbremsen, da ist schon wieder Alixe. Und dann haben wir schon wieder Lerte. Sind gleich schon wieder durch. Na gut, die Folge geht ja auch erst in 3-5 Stunden. Erst? Oder mit Susi-Verhältnis ist das noch. Ist das noch in Ordnung? Ja, es geht immer mehr. Also. So, dann haben wir wieder eine S7 in die Gegenrichtung hier in der Alexe. Ich will gerade, hat man nicht vorhin hin zu dir in Burgdorf getroffen, ne? Scheint die wohl Verspätung jetzt zu haben. Aber in Burgdorf kommt uns den Güterzug schon entgegen. Hat der Kollege Verspätung? Aber nö. 25 war doch die Abfahrt für uns damals in Lehrte in die Gegenrichtung. Also muss der jetzt eine Stunde später auch 25 in Lehrte abgefahren sein. Und das heißt, wenn er 28 hier ist, dann müsste er pünktlich sein. Nee, ich glaube, wir hatten zu begegnen hier in Alexe. Nicht in Burgdorf. Nee, der ist doch pünktlich, der Kollege. So, nochmal ein Vorankündiger für 120 km/h. Ich wollte gerade 12 km/h sagen. Das ist wie dieser Clip aus irgendeiner Reportage, wo dann so sagen, so ja, der ICE hat Ausfahrt mit 4 km/h, weil halt eben unter dem Ausfahrsignal eben eine 4 leuchtete. Aber wie wir natürlich alle wissen, sind das 40 km/h. Wo auch jemand in den Kommentaren ausgerechnet hatte, dass dieser, weiß nicht wie lang, aber so ICE, die sind ja relativ lang, die sind ja bis zu 400 Meter lang, dass dieser ICE, der da in dem Videoclip gezeigt wurde, dass der irgendwie, keine Ahnung, 3 oder 4 Minuten brauchen würde, nur um den Bahnsteig zu verlassen, wenn er mit 4 km/h ausfahren würde. Eieieiei. Ja. Deswegen, wir fahren mit 12 km/h gleich weiter. Na dann. Wie weit ist die Strecke? Von Alexe bis Lehrte, das sind 3 Kilometer. 11 Kilometer pro Stunde, 3 Kilometer, es sind 4 Minuten, nee, 0,4 Stunden. Einmal, oder? Warte, bin ich dumm? Du bist Physik-Leistungskurs, du bist ein bisschen. Ich bin nur Mathe-Leistungskurs, aber... Das macht sich besser. Also gut, Physik, du hast das eh. Also mit die Kombi hat, muss man mal überprüfen lassen. Weil der Physik mal, ja. Warte mal, 12 km/h mal 3,6 sind Thermometer pro Sekunde, ne? Wirklich? So, und dann haben wir 4000 Meter. Nächster Halt, Lehrte. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das heißt? Und hier geht's jetzt wieder Richtung Hannover, wo die S6 dann abbiegt, werden wir aber geradeaus weiterfahren, weil es nur noch in Lehrte kommt. Okay, also wenn ich nicht komplett dumm bin, dann würden wir dafür die Strecke 1,5 Stunden brauchen. Okay, ja, ich bin wahrscheinlich ziemlich dumm. Obwohl, wenn du überlegst... Naja, wenn man so läuft, laufen sind ja so nicht ganz 10 km/h. Und für 3 Kilometer laufen... Also, laufen, ja, rennen meinst du jetzt. Ich glaube nicht. Dann 12 km/h wäre dann schon eher so Joggen. Jobs gehen 12 km/h. Ja, oder rennen.
Also da muss ich schon echt schnell. Aber kein Sprint, sondern eher so Ausdauerlauf. Ja, okay. Jetzt hatten wir uns auf Gleis 11. Und auf Gleis 12 habe ich das eigentlich noch nie gehalten, aber der ist auch nicht barrierefrei, der Bahnsteig, deswegen. Halten da wahrscheinlich in der Regel jetzt nicht so Züge, wenn es nicht nötig ist. Aber anderthalb Stunden ist, glaube ich, schon ein bisschen zu lang. Ja, okay, dann habe ich mich wahrscheinlich verrechnet. Ich muss das auf Papier schreiben, sonst wird das nichts wahrscheinlich. Dann reden Sie uns mal schriftlich. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Och nö. Ach, na gut. So, und was hatten wir nochmal gegeben? 3 oder 4 Kilometer? 3 Kilometer. Ah, okay, ich habe ungefähr mit 4 Kilometern gerechnet. Hätten wir schon mal einen Fehler? Ja, jetzt springt der elektronische Bucherplan erstmal wieder ein bisschen, bis wir wieder in Lehrte sind. Komm, du hast es gleich. Schön zuzusehen, wer hier lang springt. Die abtastet so. Lehrte 31 sollten wir da sein. 32 waren wir da. Boah, wir hatten nur eine Minute Verspätung. Das heißt, wir haben den Güterzug nicht mal aufgehalten, der jetzt hier unser Gleis kreuzt. Und es waren 14 km/h, ne? 12 km/h. Wir brauchen eine Viertelstunde dafür. Also 15. Ja, okay, ich weiß nicht, was ich gerade ausgerechnet habe, es war auf jeden Fall Müll. Also wir bräuchten 15 Minuten für die Strecke. So, jetzt wieder, ja. Also wieder knapp umgeschalten worden vom Fahrdienstleiter. Hier, 10 Sekunden bevor wir losfahren sollen, haben wir grün bekommen. Knappe Kiste. Auch solange es passt, passt's, ne? Schöner Güterzug. Also hier ist auch ein reger Güterzugverkehr um Hannover herum, muss ich sagen. So, 60 km/h oder Ausfahrt. Drehen wir wieder. Links die Fernbahngleise, rechts theoretisch das Gütergleis, das wir vorhin ja eingefahren sind. Jetzt hier hinter der Weiche ist tatsächlich das Gütergleis, wo nur Güterzüge drüber fahren, bis ein Güterbahnhof einmal reingeht. Und dann kommt daraus die Güterstrecke. Und dann hinter dem Güterbahnhof sieht man dann auch, dass hier 5-gleisig ist. Also links von uns hier 2 Fernbahngleise, in der Mitte das eine S-Bahngleis, mit dem wir gerade fahren. Und rechts von uns die beiden Güterzuggleise. Was ich auch gelesen hatte, ist, dass man zusätzlich zu dieser S6, die eigentlich schon fast eine Sprinter-S-Bahn ist, sage ich mal, der wirklich ja nur halt eben hier auf dem nötigen Abschnitt die S7 zum Halbstundentakt verdichtet und ansonsten ja hier eigentlich dann nach Hannover einmal durchrauscht, dass man parallel dazu noch eine Sprinterlinie einrichten möchte, auf demselben Weg, die S6, die ja noch weniger halten hält, was man aktuell nicht machen kann, weil die Infrastruktur nicht ausreichend ist. Weil halt eben hier ein eingleisiger Abschnitt für 3 S-Bahn-Linien da ist. So, deswegen. Wird sprich noch ein Viertel. Eingleisig und 3 Linien? Hä? Ich glaube, das geht nicht gut. Eingleisig und 3 Linien? Naja, was ich vorhin meinte, ein Gleis und hier fahren 3 Linien, die alle im Stundentakt fahren. Also jede Stunde fahren auf diesem Gleis 3 Züge in die eine Richtung und 3 Züge in die andere Richtung. Was ich ja vorhin meinte, wenn hier irgendwas schief läuft, na gut. Irgendeinen Zug Verspätung hat, weil bei dem irgendwas kaputt schief gelaufen ist, na klar, wirkt sich eine Verspätung auf alle anderen Züge auch aus. So, das ist ja logisch. Deswegen ist das auch problematisch. Wenn jetzt halt eben bei der DB früher alles, ich sag mal, runter lief und jetzt unter Transdevs zu mehr Problemen geht, kommt, ist natürlich auch so, dass wenn es mal zu einem Problem kommt, dann kommt halt mal zu ein paar Verzögerungen. Aber wenn es zu mehr Problemen kommt, kommt es natürlich umso mehr Verzögerungen. So, mal ICE wieder in die Gegenrichtung. Der gerade gespawnt ist, jetzt losfährt. In der Regel würden die natürlich eigentlich angeschossen kommen aus Richtung Hannover. Und entweder durch Lehrte durchschießen die meisten oder einige auch in Lehrte halten. Das ist ein bisschen zwei ICE, zwei miteinander gekoppelt. IC2 ist ja an sich ein halber IC1 und die werden dann zusammengekoppelt und dann gibt es IC-Umläufe, die dann einfach
auf der Strecke dann teilweise geteilt werden, sodass dann halt eben zwei halbe ICE1 dann weiterfahren. Einer fährt in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung, oder? Na genau, die teilen sich dann auf. Die fahren erst zusammen und dann biegt der eine nach links ab und dann nach rechts ab, so ganz einfach gesagt. Und Ersatz halt eben dafür, sage ich mal, Ersatz in Anführungszeichen, die IC1 und die IC2 fahren noch weiter, aber Ersatz für die IC1 sind ja die 12- und 13-teiligen IC4 und für die IC2 sind eben die 7-teiligen IC4. Wo wir die IC1 und 2 noch weiterfahren, dann erstmal man ja erstmal die IC3M aussortieren möchte. Die Mehrsystem IC3. IC3 sind zwar natürlich jünger, 10 Jahre jünger als IC1 und IC2. Sind nicht ganz 10 Jahre, aber ja. Sind jünger. Aber die sind höher anfälliger, vor allem die Mehrsystem ICE3. Deswegen sortiert man die erstmal aus. Und danach kommen die IC1 und 2. Also die IC1 kriegen ja auch jetzt gerade nochmal einen Redesign. Die werden nochmal aufgefrischt und die IC1 werden noch ein bisschen gekürzt in ihrer Länge. Ja. Kürzt man denn? Also du koppelst einen Waggon ab, oder? Ja, die sind ja an sich fest verkuppelt. Wie wir es damals bei Married Pair Wagen ja auch hatten, mit immer zwei Waggons, die fest verkuppelt sind. Mhm. Aber die kann man in der Werkstatt trennen immer noch voneinander. Und dann nimmst du einfach ein paar Wagen raus. Also. So, einmal schlechter Fahrstil, das war einmal, als wir mit der Notbremse gebremst haben. Zweimal zu früh abgefahren, durchschnittlich 1 Minute Verspätung, maximal 2 Minuten Verspätung und 58% Abzug für Geschwindigkeitsüberschreitung macht ein Ergebnis von 0%. Nice. Aber wir hatten hier so ein paar Spitzen. Hier bin ich mal, das ist schon kritisch, wie ich immer zu schnell gefahren bin. Sonst hier so eine kleine Spitze, hier so eine kleine Spitze, hier so eine kleine Spitze, hier auch wieder eine kleine Spitze. Ah, immer so 1 km/h. Ist aber auch schwer einzusehen, weil es nur so eine Uhr ist und hier ist so ein bisschen verpixelt ist an diesem Cockpit. Deswegen ist es auch ein bisschen schwer zu sehen. Ist der Zeiger jetzt perfekt auf der 140 oder ist er jetzt ein klein bisschen schon drüber? Ist ein bisschen schwer zu sehen. Deswegen sehe ich das so, ist so, ja, sollte nicht, aber kann man machen. Aber das hier ist schon, also 5 km/h zu schnell. Uiuiuiui. Aber ich hatte auch gemerkt, habe ich ja noch runtergebremst direkt. 5 km/h ist dann schon ordentlich. Aber ansonsten, ja. Sieht echt ganz gut aus. Keine Zwangsbremsung. Haben uns nicht zu Schulden kommen lassen. Außer, dass ich zweimal einen Bahnsteig verpasst habe. Ups. Passiert. Ja. Aber wie ich schon in anderen Folgen meinte, ich labere die ganze Zeit mit euch. Ich habe sie meine gesamte Konzentration auf der Strecke. Deswegen. Kann sowas mal passieren. Das Ganze ist ja eh auch nur zu Unterhaltungszwecken hier. Ich fahre ja keinen echten Zug. Deswegen. Zum Glück. Ja. Also wenn ich einen echten Zug fahren würde, dabei noch Leute unterhalten würde, das würde vorne und hinten schief gehen. Deswegen heißt es auch immer, während der Fahrt nicht mit dem Fahrpersonal reden. Das gilt in Bussen, Straßenbahnen und erst recht in Zügen. Ja. Aber mit diesen abschließenden Worten zum Samstag. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Jo, tschüss.